Hallo Stefan, moin in den Norden. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Bevor wir über das Thema Managed Services bei euch im Unternehmen sprechen, bitte stell doch dich und auch dein Unternehmen einmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Ja, vielen Dank, Olaf. Sehr gerne. Mein Name ist Stefan Backauf. Ich habe eine Firma, die im Norden von Hamburg sitzt, in Elmshorn. Unser Wirtschaftsgebiet ist auch so, Hamburger Umland und die Westküste in Schleswig-Holstein, also eher ein bisschen ländlich auch strukturiert dabei. Das macht das ganz spannend. Wir sind ein klassisches Systemhaus, machen also das, was ein normales Systemhaus auch macht, ohne ganz speziellen Branchenfokus. Und das Ganze mittlerweile auch tatsächlich schon 40 Jahre, also im 1. Februar nächsten Jahres haben wir 40-jähriges Jubiläum. Ich persönlich auch, ja genau, vielen Dank. Fühle mich auch manchmal wie so ein Dinosaurier in der Zeit, aber habe viel erlebt natürlich auch in den Jahren. Das macht das natürlich auch so spannend, dass man eigentlich bei neuen Entwicklungen auch mal echt dabei ist im Vergleich zu anderen Branchen, wo man Sachen mal revolutionär miterlebt. Finde ich ganz gut. Also das ist so die Firma. Jetzt durfte ich auf deiner, eurer längeren Reise schon hier und da mal von dir Informationen haben, was ihr bei Backauf tut. Und ihr habt ja mit dem Thema Managed Services jetzt nicht erst vor kurzem begonnen, sondern wirklich auch schon vor einiger Zeit euch damit auseinandergesetzt und nicht nur auseinandergesetzt, sondern es getan. Und von daher, so als Start, es gibt ja unterschiedliche Motivatoren, warum man sich auf so ein neues Thema einlässt. Das können ja bei manchen von finanziellen Motivatoren, Auslastungsmotivatoren, aber auch andere jetzt auf den technischen Bereich geblickt Motivatoren sein. Was war so der große Treiber bei dir, bei euch, dass ihr gesagt habt, Mensch, Managed Services oder Cloud und Managed Services, wie auch immer, da wollen wir ran. Genau. Also ich denke, auch die beiden Sachen hingen so ein bisschen zusammen. Wir haben uns ja schon öfter begegnet, auch auf verschiedenen Austauschrunden. Und ich liebe es, in der Branche unterwegs zu sein, Sachen auch von anderen aufzusaugen und auf mich zu adaptieren. Das ist, glaube ich, auch ein großer Mehrwert, den man mitnehmen soll. Und letztendlich hat uns vor vielen Jahren, wie viele andere auch umgetrieben, das Thema, dass wir regelmäßigere Einnahmen brauchen. Also wir sind ja doch eine Branche, die am Anfang tatsächlich so Verträge als unsittlich empfunden haben, im Kunden Geld abzunehmen für irgendwas, wo man nicht automatisch sofort was macht. Das war irgendwie verpönt, bis wir gemerkt haben, nee, das brauchen wir eigentlich, um doch regelmäßige Einnahmen zu haben, um da so ein bisschen mehr Stabilität ins Geschäft zu bringen. Dann waren also mein Vertriebsleiter und ich doch relativ stark unterwegs und haben uns überlegt, was können wir für Leistungen anbieten, um regelmäßige Einnahmen zu generieren. Und da hast du beide genannt. Also wir haben zum einen ein kleines eigenes Rechenzentrum aufgebaut und mussten dann natürlich plötzlich eine bessere Überwachung anbieten als früher, damit das auch immer stabil läuft. Und wir wollten halt auch Kunden in diesen Managed Service bringen, um die auch in regelmäßige Verträge zu bringen. Und nur einen Vertrag ohne was zu machen, fand ich nicht so klasse. Oder auch Zeit, die man sowieso erbringt, in einen Vertrag zu packen und dann günstiger zu machen, war jetzt auch nicht das Geschäftsmodell. Also wir mussten einen Mehrwert bieten und dann war damals eben Managed Service so am Kommen. Mensch, überwacht doch die Systeme. Am Anfang hieß es ja auch, das Ding überwacht automatisch, wenn man Dienst hängt, dann starte ich den von alleine wieder und deine Techniker brauchen sich gar nicht mehr drum kümmern und solche Geschichten. Das war ja das, was, oder kannst vieles automatisieren, das, womit wir so geködert wurden. Und haben gesagt, nee, das ist perfekt, das brauchen wir. Einmal für unser eigenes Rechenzentrum, das wir aufbauen, plus eben, dass wir den Kunden da auch Mehrwerte bieten können. Genau das wollen wir. Und Hauptmotivation war tatsächlich, ein bisschen mehr Stabilität und Ruhe ins Geschäft zu bringen. Ja, das waren so die beiden Faktoren. Und natürlich auch Abläufe zu automatisieren. Es ging ja so langsam los, dass die Menschen ein bisschen knapper wurden und wir uns überlegen mussten, Mensch, was kann eine Maschine genauso gut wie ein Mensch? Und der Mensch macht dann was anderes. Das war halt der andere Hintergedanke. Bei dem, was du gerade gesagt hast, der Mensch macht dann andere Dinge. da würde ich gern ein bisschen nochmal nachfragen. Nachdem ihr das jetzt 40 Jahre schon macht und bestimmt eben, wie du sagst, kein Branchenfokus, also auch unterschiedliche Kunden mit unterschiedlichen Szenarien betreut, wie weit war das ein Motivator zu sagen, komm, also erstens, wenn schon, dann machen wir es richtig, aber auch die Techniker sozusagen, so ein IT-Unternehmen ist ein technisches Unternehmen, das, was wir dort tun, ja nicht mehr so viele Schleifen zuzulassen, das ist, man engt ja auch, vielleicht auch nicht, die Möglichkeiten, die dann der Mensch noch hat, ein bisschen ein. War das positiv für die Menschen, dass man sich mehr auf Standards, mehr auf ja Vorgaben einlässt oder wollte doch jeder, ich installiere den Server anders als der Klaus, weil ich mache es halt, wie ich es mache. Wie ist so dieser Aspekt, dass es ein bisschen stromlinienförmiger wird bei den Technikern?
Also das waren die Techniker sind natürlich wie oft im Systemhaus diejenigen, die am meisten in den Prozess mitgenommen werden müssen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Die haben ja halt eine gewisse Kreativität auch. Also es ist schon so, wie du sagst, jeder hat den Server ein bisschen unterschiedlich eingerichtet, weil die Argumentation natürlich war, jeder Kunde ist auch extrem unterschiedlich, der braucht das ganz anders. Wenn du dann aber natürlich mal die Kunden, die anschaust, sind sie halt doch so unterschiedlich, erstaunlicherweise gar nicht. Also man kann sich schon auf gewisse Standards einigen und wenn du ein gewisses Wachstum in dem Laufe der Jahre mitmachst, hast du halt auch das Problem, dass du Prozesse natürlich schon vereinheitlichen musst, denn plötzlich ist eben der eine Techniker nicht mehr derjenige, der den Kunden alleine betreut, sondern ist auch mal ein anderer dran und dann ist es natürlich schon klasse, wenn das nicht einmal Laufwerk D und das nächste Mal wieder Laufwerk F ist, also du nicht immer nachdenken musst, Mensch, wie könnte der sich das eingerichtet haben, sondern der einfach blind weiß, da muss ich jetzt klicken, der hat das auch so gemacht, wie ich das erwarte und das ist schon so. Da drängt natürlich Managed Service dazu, du musst ja Kontrollroutinen schaffen, die auch auf dem Standard aufsetzen, sonst ist das halt schwierig. Das ist schon so, die Techniker, das war schon ein Weg. Der eine Faktor, ne, was wir gerade hatten, ist Standards zu schaffen. Und vielleicht war ja vorher auch das, nicht nur bei dir im Unternehmen, ich glaube grundsätzlich, kann ja auch eine stressige Tätigkeit werden, wenn der Kunde um 17.30 Uhr, 17.45 Uhr, wann auch immer was hat, auch gerne in Elmshorn, um Elmshorn herum, na, oder am Wochenende muss man was machen. Also wie ist dieser Stressfaktor für den Techniker? Spielt der auch irgendwie mit rein, dass das Arbeiten als Techniker, du sagtest ja eben auch, ja, da macht man andere Dinge. Andere Dinge ist das eine, aber auch, wann tue ich sie, mit wie viel Stress tue ich sie, unter wie viel Kundendruck tue ich denn das, was ich tue? Wie ist es mit dem Faktor? Also ich glaube, es ist schon ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Wir haben durchaus auch, ich finde, wir sind immer eine unruhige Branche. Also es ist immer hektisch. Mhm. Der Kunde ist gefühlt einerseits nicht bereit, viel in die Sache zu investieren. Also der eigene Wagen wird regelmäßig zur Inspektion gebracht, Öl nachgefüllt und alles, was wichtig gemacht ist. Bei der IT, die muss irgendwie so funktionieren. Kosten darf es auch nichts und eigentlich am besten guckt sich das auch keiner an. Das geht schon irgendwie so. So, ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Aber die Wertschätzung ist nicht da, obwohl es ja für die Kunden heute das Hauptarbeitswerkzeug ist. Und wenn sie dann doch nicht läuft, ist eben das Geschrei doch erstaunlicherweise ziemlich groß. Und dann eben bei dem Techniker auch der entsprechende Druck. Gut, wir haben durchaus schon gemerkt, dass die Mitarbeiter auch keine Lust mehr haben, eben am Freitagabend einen Notfall zu machen, nur weil das keiner gemerkt hat, dass da irgendwas vollläuft oder ein Problem ist, eigentlich schon seit einer Woche. Aber es ging halt immer noch, hat nur ein bisschen rumgezuckt, hat sich keiner drum gekümmert. Und am Freitag Nachmittag 17 Uhr ist dann der große Notfall da und man durfte die Freitag die Nacht durcharbeiten. So, das ist bei uns eben vielfach doch öfter passiert. Also die Notfälle waren einfach Teil des Geschehens oder auch am Tag, aber Notfall kommt ja nie in dem Moment, wo du ihn gerade brauchst, sondern der Kunde braucht ihn zu der Zeit nicht und wir brauchen ihn zu der Zeit auch nicht. Das wäre natürlich schön gewesen, das eigentlich eine Woche vorher zu merken, dass das nicht in Ordnung ist und im Laufe der Woche in Ruhe, wenn es passt, zu beheben. Das war schon die Motivation. Das war mir auch relativ schnell klar und unser Vertriebsleiter eigentlich, das war ein Teil Motivation und sagten ja auch Element Managed Service, das nimmt euch diese Notfälle ab. So, die Techniker haben natürlich auch da wieder gesagt, nein, das ist Quatsch, das brauchen wir alles nicht, wir kriegen das auch so mit. Und der Kunde soll doch nicht für eine Überwachung bezahlen, hat er ja nichts von, also bringt ihm nichts und so weiter. Und das war eigentlich ein steiniger Weg, gerade auch die internen Kollegen mitzunehmen, weil der Techniker muss ja beim Kunden auch sagen, du ganz ehrlich, ich habe auf dein ganzes Gerät auch keine Lust mehr, du nimmst jetzt diese Überwachung oder ich habe auch gar keine Lust mehr, über die Arbeit zu machen, weil du erschwerst mir das Leben. So muss der Techniker auch ein bisschen argumentieren, damit der Kunde es auch schnallt. Und der Techniker hat es natürlich auch nicht so gesehen und wir haben dann so die ersten Managed-Service-Verträge ausgerollt. Und dann merkt das der Techniker ja auch noch nicht. Wenn du bei 10% der Kunden nachher Managed Service hast, dann nehmen die Notfälle noch nicht ab, weil 90% einfach mal noch viel Notfälle produzieren. Mhm. Ja? Und als wir nachher doch relativ viele Kunden Managed Service hatten, haben alle Techniker gesehen, boah, das ist ja klasse, wir haben nicht mehr diesen Freitag-Notfall. Und ab dann waren die voll dabei und sagen auch zu jedem neuen Kunden, nee, komm, ich komme gar nicht zu dir, wenn du uns da nicht unterstützt und so weiter. Und da hast du bei denen irgendwann einen Klick gemacht. Aber dafür brauchst du auch eine gewisse Masse am Laufen, damit der Mehrwert bei denen wirklich als Gefühl ankommt. Ich habe gerade spontan das Bild Autos. Du sagtest gerade Auto, nicht? Und in so einem Auto werden ja mittlerweile auch jede Menge Sensoren verbaut. Die gucken, funktionieren die Bremsen noch? Ist noch Druck auf den Reifen? Also alles, was sitzt, keine Ahnung, der Anschnallgurt wirklich drin oder ist der falsch reingemacht und würde sich doch lösen? Und wenn man jetzt dem Kunden so ein Bild versteht, vielleicht auch ein Kunde, wenn man sagen, pass auf, Sie können zwei Autos kaufen, Sie sparen ein klein wenig Geld und wissen Sie was, da lasse ich die Sensoren weg.
Ja, genau, genau. Wollen Sie das wirklich? Genau. Die tun ja auch nichts, die Sensoren. Die zeigen ja nur auf dem Display an, grüne Lampe. Aber vielleicht ist es nicht schlecht, diese grüne Lampe zu sehen. Ob Sie die sehen oder unser Experte die sieht, sei mal dahingestellt. Aber wollen Sie wirklich das Auto ohne die Sensoren? Ja? Also genau. Vielleicht macht das im Kopf was mit jemandem, der das beim Auto genau weiß, dass er es vermutlich nicht ohne solche Sensoren. Also ich würde keins haben. Nein. Ist es Sensor. Nicht verbaut sind sozusagen. Es ist auch besser geworden. Also beim Kunden ist ja eine Wertschätzung der IT auch eingetreten mittlerweile. Die haben schon gelernt, absolut, ich muss was in Sicherheit investieren. Das geht nicht ganz ohne. Und ich muss auch meine Struktur Ausfallsicherheit investieren. Da ist über die letzten Jahre auch sehr viel passiert. Das muss man echt sagen. Also was war am Anfang ein steiniger Weg, weil IT nicht diesen Stellenwert hatte, den es eigentlich damals schon hätte haben müssen, aufgrund der Bedeutung in den Geschäftsprozessen. Jetzt hast du eben immer von Technikern gesprochen, wer auf eure Webseite geht. Ich finde die Teamnamen höchst spannend, die da auf der Webseite. Da gibt es Team Daedalus, Team Atlas. Genau. Vielleicht ganz kurz zum Verständnis, ne? Ihr seid ja mit eurer Mitarbeitergröße ja auch gewachsen, auch in diesen 40 Jahren. Wie ist denn ihr habt ja nicht einen Standardtechniker sozusagen. Wie ist denn die Aufteilung dieses technischen Bereichs, wenn man es mal so nennen möchte, in Teams? Wie habt ihr das strukturiert? Genau, also wir haben das vor ein paar Jahren mal geändert. Wir hatten also früher auch den First- und Second-Level-Support, so klassische Aufteilungen. Das passte irgendwann nicht mehr. Wir haben uns natürlich auch von der Kundenstruktur verändert. Es sind Teams entstanden, die den Kunden halt ganzheitlich betreuen, also den First- und Second-Level-Support sicherstellen. Das Einzige, wo wir noch eine übergreifende Gruppe haben, ist für die Nachtbereitschaft. Also wir bieten den Kunden zum Teil eben auch einen 24/7-Support an. Das wird dann aus allen Technikern als Pool abgebildet. Aber die sind halt aufgeteilt, durften sich selbst Namen ausdenken. Raumschiffe waren bei den Jungs und Mädels, also wir sind ja natürlich haben zum Glück auch eine ganze Reihe junge Damen oder auch reifere Damen, wie auch immer, die da mitarbeiten und die durften sich selbst die Namen ausdenken und dann kommen Raumschiffe zum Tragen. Haben das auch räumlich so angepasst, dass sie einigermaßen zusammensitzen, dass sie sich halt auch kundenübergreifend betreuen und sind jetzt also wirklich für alle Belange ihrer Kunden, die sie betreuen, da. Und was ist so der... Ich nehme mal an, wenn wir jetzt bei Standard Managed Services sind, dass ja doch da auch irgendwo zentrale Vorgaben sind, dass auch wenn das Team Daedalus seine Kunden hat und die möglichst optimal betreut, aber irgendwo das Grundsetup an Tools und Prozessen, ob das jetzt Rechenzentrum ist oder genau wie du unterschieden hast, ja auch das, was on-prem da ist, das haben doch vermutlich... Irgendwo gibt es etwas, was möglichst alle gleich nutzen, oder? Ja, genau. Also es ist auch so, dass es da sozusagen ein Team proaktiv gibt, der ausschließlich sich um unser Managed Service kümmert. Also wir nutzen ja auch logischerweise ein Tool, mit dem wir die Überwachung durchführen, auch die Patches und Updates ausrollen und solche Geschichten. Da gibt es zwei Kollegen, die sich das teilen. Die gucken also den ganzen Tag in dieses Dashboard, arbeiten die Fehler ab, die Backup-Meldung läuft Backup nicht oder Speicher läuft voll, Festplatte wird leer, keine Ahnung was. Und viele Sachen machen sie halt von Haus aus. Also rein gegen die beiden gleich, die sich abteilen. Also sie gucken mal vormittags, nachmittags da regelmäßig rein. Wir gucken auch am Wochenende einmal pro Tag rein. Also Samstag, Sonntag sind da schwerwiegende Fehler, um da reagieren zu können und reagieren dann auch am Wochenende auf diese Störungen. Das machen die und entweder beheben sie diese Störung gleich selber oder sie weisen es halt dem entsprechenden Team zu, nach dem Motto, hier kommt, die Festplatte läuft immer voll, die ist zu klein, kümmert euch mal darum, dass der Server mehr Festplattenkapazität kriegt. Das gibt dann in das jeweilige betreuende Team ab und das bearbeitet dann den Supportfall, der ein bisschen aufwendiger ist, aber Kleinigkeiten machen die halt mit. Also Dienst hängt, muss neu gestartet werden, machen die halt. Das heißt auch, das unterliegt ja auch einer ständigen Weiterentwicklung. Du hattest eben gesagt, wir sind eine unruhige Branche. Das heißt, das Setup, was ihr vor 5 Jahren, da seid ihr damit ja auch schon unterwegs gewesen oder länger her, zu dem, was ihr heute macht, ist ja in einer ständigen Weiterentwicklung. Dafür habt ihr eben zentral Menschen, die sich dann sicherlich nochmal tiefer mit gerade den Managed Tools und Services auseinandersetzen und somit auch eine Aufgabe haben, diese Weiterentwicklung im Blick zu haben, oder?
Absolut. Also bei denen ist dann natürlich auch andere Kenntnisse plötzlich gefordert. Die mussten dann halt PowerShell lernen, was wir sonst für, die sind in der Hardware-Bude und machen keine Softwareentwicklung im klassischen Sinne, brauchen halt PowerShell-Kenntnisse, um Skripte anzupassen. Ja, auch die, also bei uns sind Updates ein großes Thema, dass wir am Wochenende halt einheitlich Updates einmal im Monat ausrollen und da brauchst du halt auch Skripte, um vielleicht Abhängigkeiten hinzukriegen oder der Kunde hat Spezialanwendungen, die vorher runtergefahren werden müssen, danach wieder kontrolliert werden müssen. Das versuchen wir auch mit Skripten immer zu optimieren. Das muss rangeflanscht werden. Oder Microsoft entdeckt eine neue Lücke, wo du gucken musst, ob während der Patch installiert ist oder sofort sagt, das und das muss eigentlich sein. Dann bauen wir halt auch ein Skript, das dann automatisch auf allen Servern der Kunden prüft, Mensch, ist diese Konstellation bei dir gegeben oder ähnliches, um dann auch die abarbeiten zu können. Also unterstützt uns dann auch bei ganz speziellen Szenarien, wo wir früher halt immer noch mal überlegen müssten, Mensch, welcher Kunde hat eigentlich, ich sag mal, die Server-Release mit dem Softwareprodukt dazu installiert, damit dieses Problem zum Tragen kommt. Das ist natürlich jetzt viel einfacher auszurollen. Das wird in die Prüfung eingebaut. Innerhalb von einer halben Stunde haben die halt das Feedback, auf welchen Servern ist das drauf. Und dann können wir ganz gezielt diese Server abarbeiten. Das erleichtert natürlich auch ganz, ganz viel. Jetzt hast du Security-Anbieter eben genannt. Also nehmen wir mal das Thema Firewall. Egal von wem jetzt, da wird es ja irgendwo irgendwann auch komplex, was vielleicht über ne, dieses Team proaktiv, was du sagtest, Genau. kann dann noch eine Überwachung stattfinden, kann auch vielleicht ein Patch eingespielt werden auf allen Firewalls oder geskriptet werden. Aber irgendwann vielleicht ist man auf einer Ebene bei so einer Firewall oder dem Zusammenspiel mit anderen Dingen, die doch so komplex ist, dass man einen, ja, Third Level, wie auch immer man das nennen mag, einen Experten, Consultant dafür benötigt. Da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch über die Teams, also ne, wenn du drei Kundenteams hast oder vier, wird es vielleicht schwer, dass jeder den Firewall-Experten und den WLAN-Experten und hat. Also irgendwo hast du vielleicht noch so eine Matrix-Schicht, Genau. dass man weiß, ach der, ne, der, die Kollegin, der Kollege, sind wirklich die tiefen Experten, oder? Genau, habe ich natürlich, wobei die Kunden auch schon den entsprechenden Teams zugeordnet sind. Weil ich sag mal, in dem Moment, wo wir haben eigentlich unterschiedlich große Kunden und wir haben ein Team für die, ich sag mal, sehr großen Kunden. Und wenn du die sehr großen Kunden hast, dann haben die eigentlich auch ein komplexeres SAN, komplexere Firmware-Struktur, komplexere Netzwerkstruktur, komplexere Firewall. Und es ist selten so, dass ein ganz kleiner Kunde eine Hammer-Firewall hat. Also das ist meistens so. Also mag Ausnahmen geben, aber in der Summe ist das Team dann eher nach Größenklassen ein bisschen eingeteilt. Und die Ach so, größte okay. Klasse hat auch die komplexesten Anforderungen. Und da sitzt auch der Kollege, der Teamleiter mit dem größten Skill. Wobei wir über alle Teams nochmal einen technischen, also jedes Team hat einen eigenen Teamleiter, der ist eigentlich für das Team eigenständig verantwortlich. Die schieben sich auch mal Sachen hin und her. Also wenn ein Team überläuft, übernimmt ein anderes natürlich auch mal Projekte oder First Level des anderen Teams. Das kommt durchaus auch mal vor. Wir schaffen es nicht, nehmt uns mal 2 Tage First Level für unsere Kunden ab. Dann wird das halt hin und her geschoben. Da musst du schon eine gewisse Flexibilität auch in den Teams haben. Wir haben noch einen technischen Technikleiter, sag ich mal, der quasi keine Kunden betreut, sondern das ist so der auch mit dem höchsten Skill, der betreut auch unser Rechenzentrum technisch oder die Konzepte dahinter. Der wird halt bei größeren Konzepten immer hinzugezogen, sagt, guck auch nochmal drauf, wie ist deine Meinung? Oder die haben einen Problemfall, der eskaliert, wo keiner mehr weiterkommt, dann ist das für eine Baustelle, muss er sich darum kümmern, wie das dann technisch einzufangen ist. Du hattest eben gesagt, dass um diesen Positiveffekt auch der Stressreduzierung zu erreichen, eine gewisse Menge an, ne, dass ihr das festgestellt habt, dass das nicht mit 5% managed passiert, sondern wirklich auch einer Durchdringung dieses Themas bei euren Kunden. Und jetzt gibt es ja auch das Thema, ja, wie weit pauschalieren wir in dieser, ja, Standardisierung für den Kunden und oder nennen wir es Flatrate, wobei ja vielleicht am Markt, wenn man mal Systeme aus Webseiten sich ansieht, ich mache das relativ regelmäßig, ist, was da als Flatrate steht und was da, der Kunde darf schon hinsehen, was wirklich sich hinter dem Begriff Flatrate verbirgt bei Ja. dem einen oder anderen an. Wie ist das bei euch? Wie handhabt ihr das in Richtung dieser Pauschalierung oder auch Störungsbearbeitung pauschal? Das ist ja die, sagen wir mal, die Weggabelung, gehe ich links oder rechts, mache ich Störung wirklich zu einem Festpreis, oder Genau. eben nicht? Wie handhabt ihr dieses Thema, im Bereich Managed?
Also wir haben immer, also wir haben Kunden, die haben sowieso eine feste Betreuung pro Monat, dafür zahlen sie eine Fixsumme und dafür betreuen wir sie. Das ist die eine Variante. Aber selbst die, die sagen nach Aufwand, haben natürlich trotzdem auch in jedem Managed Service Anteil ein bisschen Flatrate Anteil drin, muss schon sein, weil auch der Kollege, der das Managed Service macht, will nicht, um einen Dienst neu zu starten, anrufen. Ich brauche jetzt nochmal 5 Minuten, um deinen Dienst zu starten. Soll ich das machen? Weil kostet Geld oder nicht und solche Geschichten. Das wird mitgemacht. Das wird auch auf den Vertrag gebucht und so weiter. Also das ist auch eine Sache, die den Technikern durchaus Ruhe bringt, weil die brauchen sich nicht mehr mit dem Kunden abzusammeln wegen Kleinigkeiten, sondern sie können einfach Sachen machen. Und wir haben 2 Disponentinnen, die halt die normalen Fälle der Kunden entgegennehmen und sich nachher auch um die Abrechnung kümmern. Und die entscheiden dann auch, Mensch, ist Teil des Vertrages oder nicht Teil des Vertrages. Das ist, der Techniker braucht sich eigentlich gar nicht mehr um die Abrechnung zu kümmern oder mit dem Kunden zu kommunizieren, was kostet. Er macht seine Arbeit und kann auch davon ausgehen, dass das entweder durch den Vertrag gedeckelt ist. Also muss auch keine Angst haben, dass der Kunde nach auf der Matte steht, warum hast du das jetzt gemacht und solche Geschichten. Da haben die Techniker ja auch keine Lust drauf. Und deswegen ist immer ein Flatrate-Anteil drin, damit er ganz in Ruhe seine Arbeit machen kann. Das wird abgedeckt. Und genau. Und habt ihr den Teil der Dienstleistung auch pauschal zur Hand haben, schon recht früh sozusagen in eurer Entwicklung managed? Ihr macht das ja jetzt schon eine Weile mit aufgenommen. Oder ab welchem Zeitpunkt habt ihr gesagt, komm, jetzt machen wir auch mal Flat-Verträge? Genau, also wir haben das eigentlich eingeführt mit Managed Service und Rechenzentrum. Im Rechenzentrum ist ja das Problem, dass der Kunde an seinem Server ja nichts mehr machen kann im Idealfall. Also wir übernehmen ja für den Kunden auch bei uns im Rechenzentrum die Wartung des Servers, Betreuung des Servers und die ist für ihn. Dann hat er ja gar keinen Einfluss mehr darauf und wir wollen das Ding halt auch konstant am Laufen lassen. Und wenn wir am Sonntag merken, das ist ein Problem, machen wir es auch am Sonntag, damit am Montag wieder funktioniert. Geht's gar nicht hin. So, und dafür haben wir gesagt, nee, komm, alles was Betrieb der Infrastruktur anbelangt, dafür bieten wir eine Pauschale an, also Miete der Hardware plus unsere Dienstleistung, dass wir das Ding patchen, überwachen und eben Sachen am Laufen halten und neuen User anlegen und keine Ahnung was, also solche Sachen. Und auch da war die Diskussion am Anfang wieder groß, können wir gar nicht, die Kunden sind so unterschiedlich und nichts, aber gut, wir machen das ja seit 40 Jahren, das heißt, wir hatten ja genug Historiendaten und wo wir das früher nach Aufwand gemacht haben und dann haben wir uns einfach mal den Spaß gemacht, 10 bisschen gestreute Kunden zu nehmen, 3 Jahre mal Service-Tickets aufzutippen und natürlich hast du da mal einen Monat, wo die einen riesen Ausschlag drin hatten, ist so, aber in der Summe war das erstaunlich, dass die Kundenklassen, da waren ganz minimale Abweichungen. Da kannst du also einen Pauschalpreis machen. Also wenn du genug Historiendaten hast, ist das reines Excel auftippen und einen Mittelwert bilden. Und erstaunlicherweise war die Abweichung relativ gering. Und dabei sind wir jetzt auch. Und auch jetzt haben wir natürlich immer noch mal in solchen Flat-Verträgen, die echt explodieren. Die gucken wir uns jeden Monat an. Also unser Vertriebsleiter macht am Montag nach dem ersten immer so ein kleines Review in unserer Montagmorgenbesprechung, wo er sagt, wie liefen die Pauschalen letzten Monat. Da hast du auch mal eine richtig grotte Pauschale natürlich dabei, aber die hätten wir früher auch nicht berechnet. Wenn du mal einen Fall hast, der richtig Mist läuft, weißt du, das hast du alle paar Monate einfach mal, dann kannst du zum Kunden auch nicht sagen, ich habe jetzt hier 2 Stunden habe ich geplant, 80 habe ich gebraucht, ist jetzt blöd, kommst auch nicht um die Ecke und kannst die 80 Stunden berechnen, wo du 2 geplant hast. Ja, Beispiel Auto, wir freuen uns auch, wenn das Autohaus sich halbwegs an die Kostenkalkulation hält und nicht sagt, du, der hat halt 5-mal so lang gebraucht, tut mir leid, lieber Kunde. Ja. Also dann muss man... Das pendelt sich ja, ne, also auch in Zukunft, wenn man eben das positive gemeinsame Miteinander weiter hat mit dem Kunden, pendelt sich das ja über die nächsten 12, 24 Monate auch wieder aus, ne, in aller Regel zumindest. Genau. Die Fälle haben wir früher auch schon nicht voll abgerechnet, machen wir pauschal natürlich auch nicht, da haben wir mal mit Zitronen gehandelt. Und das, aber in der großen Summe muss es halt gut klappen und das funktioniert auch. Jetzt gibt es ein Thema, Firewall hatten wir eben, das Thema Security ist ja schon seit einer Weile auch ein sehr beherrschendes Thema, auch im Managed-Kontext. Das heißt, du hattest eben ihr seid auch über die Themen zu Manage gekommen, die vor 6, 7 Jahren ganz wichtig waren, ne? Überwachen, patchen und sicherlich auch Security, aber Security vielleicht ja nicht in der Tiefe, was es heute alles an Angeboten gibt, an Services auch gibt, die Dinge überwachen, die proaktiv ja auch vielleicht Dinge abschließen und abkapseln von anderen. Wie ist es mit dem Thema Security und Managed Tools oder Managed Angeboten bei euch im Unternehmen?
Gut, wir ändern natürlich auch unsere Sichtweise hin von Technik zu Prozessen. Also wir bieten halt heute auch Dienstleistungen an den Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und in seine Möglichkeiten, also den Mitarbeiter des Kunden in seinen Möglichkeiten auf die neue Technik einzustellen, sowohl seine Prozesse anzupassen vielleicht, um dort mehr Stabilität reinzukriegen, aber auch den Mitarbeiter halt sensibel zu machen für Sicherheitsthemen. Ja, Alarmanlage und ein gutes Schloss ist heute bei jedem Standard, aber die Sicherheit der IT und auch die Prozesse in der IT so anzupassen, dass es sicher ist, das war halt nicht so im Fokus, das ist immer mehr jetzt geworden. Und da bieten wir mittlerweile auch Dienstleistungen an. Das verändert natürlich auch unser Geschäft. Also der Schraubenzieher im klassischen, es drückt immer weiter in den Hintergrund und wir sind eigentlich immer mehr Prozessberater des Kunden oder auch Wissensvermittler für den Kunden. Das ist eine Rolle, die auch die Techniker natürlich oder alle Mitarbeiter lernen müssen. Das ändert sich natürlich auch sehr stark. Ist das so ein Thema, wenn wir in das Thema Sensibilisierung auch der Kundenmitarbeiter gehen, etc., was dann über die Teams etwas verteilt ist? Weil es ist ja auch nochmal eine Spezialkompetenz, sowohl was technische Hintergründe angeht, als auch Kommunikation, ne? Also das ist ja nochmal, ob ich ja quasi unbemerkt an der IT und an den Ressourcen was tue oder mit Menschen auf der anderen Seite kommuniziere und sie auf was hin, also im Verhalten sogar noch dieser Menschen darüber mit ihnen spreche. Das ist ja eine andere Art Leistung, genau wie du es gerade gesagt hast, als das, was man bisher so gemacht hat. Streut ihr das auch über die Teams oder habt ihr da einen Expertin, Experten, vielleicht ja auch, du hattest eben gesagt, ihr habt auch durchaus auch Frauen bei Backoff. Vielleicht wären die ja ganz gut im Sensibilisieren. Wo ist das aufgehangen? Ja, genau. Also das ist tatsächlich bei der jeweiligen Person, die den Skill hat, mit Menschen gut zu kommunizieren. Also themenunabhängig dann quasi, wobei wir das zum Teil auch extern einkaufen. Also gerade das Thema Awareness kaufen wir extern ein. Da haben wir jemanden, der das so richtig gut kann oder auch so dem Kunden vermitteln kann, wie das ist. Eine Kollegin, die bei uns Dispo macht, macht manche andere Schulungen so im IT-Prozessberatung, weil sie selbst da sehr stark drin ist. Da macht sie Sachen um die Mitarbeiter auch. Hat sie auch heute Morgen gerade eine Schulung gehabt, wieder um eine Mitarbeiterin dort bei einem Kunden auf spezielle Prozesse einzustimmen. Das machen wir schon auch. Das kaufen wir aber zum Teil auch sehr stark ein. Und da ist mittlerweile die Hauptaufgabe eigentlich, im Unternehmen auch zu kommunizieren. Wir haben schon Schwierigkeiten, den Kunden zu erzählen, was wir alles machen und wie sich unser Geschäft ändert, aber auch den Mitarbeitern halt, dass die Mitarbeiter auch mitgenommen werden auf dem Weg. Mensch, wie wollen wir heute den Kunden beraten? Was bieten wir ihm für Dienstleistungen an? Was braucht er auch? Und das bis in den letzten Kopf zu kriegen, ist auch eine tatsächlich große Aufgabe, weil die natürlich auch nicht nur Wissen in sich reinpumpen müssen, sondern auch die Denke verändern müssen. Das ist ein Prozess, den wir, glaube ich, aber auch gut können, weil wir es einfach schon so lange machen in der IT und eben eine Veränderung Teil aller unserer Themen ist in der IT. Und ich glaube, da sind wir auch eine Branche, die besonders wandlungsfähig ist. Denke verändern. Da möchte ich noch einmal rein, bevor wir in die Zukunft schauen. Ich meine mich zu erinnern, dass ihr relativ früh euch entschieden habt, auf ein eigenes auch Rechenzentrum zu setzen, steht auch auf Genau. eurer Webseite. Und das hat ja auch, da verändert sich ja auch im Bereich Denke, glaube ich, ganz grundlegend was. Wir hatten das auch in unser beider Dialog auch schon vor Jahren, ne, dass ihr da eben auf den Weg wirklich schon lange her mit einem eigenen Rechenzentrum am Markt zu agieren gegangen seid und dass so dein nach ein paar Jahren erstes Fazit war, das war auch gut und richtig, das getan zu haben. Wie Absolut. siehst du den Bereich Stand heute und vielleicht so ein bisschen auch jetzt den Bereich Rechenzentrum Schrägstrich Cloud nach vorne gedacht? Wie sieht das aus bei euch? Genügt ihr euch selbst mit den eigenen Rechenzentrumskapazitäten? Oder wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, lieber Stefan, ich möchte aber auf jeden Fall Azure haben, sagst du dann, nee, komm nach Elmshorn. Wie geht ihr damit um? Nein, also gut, wir nutzen natürlich mittlerweile auch Microsoft, das ist ganz klar, da kommt man nicht dran vorbei. Muss aber natürlich auch sagen, dass ich einfach deutlich mehr Kontrolle über die eigene Struktur habe. Das ist eine Sache, die wir auch immer wieder als Vorteil festgestellt haben. Und wir haben auch gerade vor 2 Jahren nochmal eine größere Runde gedreht innerhalb, also ich glaube, wir haben seit
9 Jahren oder so, oder fast 10 Jahren das eigene Rechenzentrum. Also ziemlich von Anfang an, dass das so ein Thema wurde, durften wir mit einem großen Kunden zusammen da den Weg begleiten. Der wollte unbedingt in die Cloud und mit dem gemeinsam haben wir das aufgebaut, die Struktur für ihn und dann auch für andere Kunden nutzbar gemacht. Das war damals echt ein Glücksfall und ich bin damit heute auch immer noch zufrieden. Wir haben die ersten 2 Jahre zwar auch kräftig Lehrgeld bezahlt, da mussten wir auch so manche Pleite mal einstecken, aber wir haben dabei unheimlich viel gelernt, was wir natürlich auch in Kundenprojekten in größeren Strukturen anwenden konnten. Das war Wissen, das wir vorher zum Teil nicht hatten, also die Strukturen, die wir halt vorher auch nicht kannten. Das hat schon weit auch konzeptionell weitergebracht. Also wir haben es vor 2 Jahren nochmal wieder überlegt, investieren wir nochmal wieder in die eigene Struktur oder bringen wir die Kunden mehr in Azure? Azure hat viele Vor- und aber auch manche Nachteile, das muss man so sehen. Wir sind halt dann nur noch Teil eines großen Konstruktes und man muss auch ganz kaufmännisch betrachten, ein Großteil der Wertschöpfung liegt dann bei jemand anders. Das ist halt auch ein Problem. Und so können wir das eben noch machen und die Kunden sind auch froh, wenn das nicht die Region hier verlässt. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich mit Microsoft Cloud auch immer mehr Sachen. Das wird auch an Bedeutung gewinnen. Und mir ist auch völlig klar, dass mein Modell irgendwann ausläuft. Da wollen die großen Hersteller wollen das ja auch nicht mehr. Auch Microsoft unternimmt ja viel, um die kleineren Strukturen uninteressant zu machen vom Lizenzrecht und von Ähnlichem her. Das geht sicher noch nicht so schnell. Aber dass das ein Auslaufmodell ist, weiß ich. Aber ganz ehrlich, wir haben nach wie vor keine Probleme damit, sind vielleicht, aber es geht in die Microsoft-Welt oder wo auch immer hin, zu wem auch immer. Ja, genau. Also ich glaube, auch wenn man, und das ist ja vor 10 Jahren, genau wie du sagst, auch ein Motiv gewesen, der reine Betrieb einer Infrastruktur oder von IT-Ressourcen, ob mir da jetzt, egal von welchem großen Provider es die Landkarte ist, was die alles haben. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sehr auf Azure unterwegs ist. Ja. Ne? Und der sagt, Mensch, guck mal auf die große Service-Landkarte von Azure ganz unten links. So ein kleines Icon, da steht virtuelle Maschinen. Ja. Ganz unten links, ja, also wie das gallische Dorf sozusagen. Ja, und drumrum ist aber irgendwie Rom. und das ist, ich glaube, wenn man gut virtuelle Maschinen betreiben möchte und aus dieser anderen Dienstwelt nichts braucht, dann ist das auch vielleicht heute immer noch eine echte Überlegung. Preis-leistungsmäßig gehe ich da hin oder wenn ich das über 10 Jahre aufgebaut habe, kann ich eine VM nicht auch bei mir betreuen. Ne? Also der Switch, neben dem, dass Microsoft das vielleicht uninteressanter macht, ist eben auch, brauche ich was aus dieser riesigen was auch immer, aus dieser riesigen Dienstewelt für meine Kunden, gucke ich da mal hin, auch mit meiner Technik und meinem Vertrieb und sage, Mensch, da ist ja so viel, das werde ich niemals nachbilden in meinen eigenen Strukturen. Ist da irgendwas wichtig für meine Kunden? Ne? Also ich glaube, dass natürlich die Aufgabe der nächsten Jahre schon werden wird, unsere Kunden genau auch in diese Richtung zu entwickeln. Das sehe ich ja auch. Wir selbst sind ja eine Firma, die nach 40 Jahren auch eher alt strukturiert ist. Also wir haben ein altes ERP-System und brauchen damit natürlich auch noch Windows-Forms-Anwendungen. Also haben auch noch Anforderungen, die einfach antiquiert sind. Wenn ich mir natürlich die Microsoft-Tools anschaue, wie schön Planner mit wem auch immer mit Aufgaben und vernetzten Denken zusammenläuft und in Teams das mit reinzieht, finde ich das total klasse. In dieser Struktur denken aber die meisten unsere Kunden noch nicht so richtig. Und wir haben durchaus in Teams-Projekten schon immer die Herausforderung, den Kunden die Philosophie von Teams näher zu bringen und die Art zu chatten und zu kommunizieren zu verändern. Ja, also unsere Kunden sind vielleicht das nicht veraltet, aber natürlich auch nicht so dynamisch wie eine hippe Werbeagentur in der Großstadt. Also da sind die jungen Leute auch, haben Spaß dran. Haben viele unserer Kunden nicht. Die wollen ein Tool haben, mit dem sie ihre Arbeit machen können. Und ob das hip oder schick oder das noch zu vernetzen ist, das überfordert die auch leicht. Aber die Anforderungen haben wir natürlich das auch in die Köpfe reinzubringen und zu sagen, Mensch, guck mal, aber dann hast du diese und diese und diese Vernetzung. Und das merken wir eben auch schon bei einfachen Digitalisierungsprojekten, dass das die Kunden richtig weiterbringt, aber eben echt nur in kleinen Schritten. Und das, was Microsoft heute vordenkt und was mit Azure und mit den ganzen Microsoft 365-Diensten geht, ist total klasse. Aber bis das in einem mittelständischen Unternehmen etabliert ist und auch die Denke des einzelnen Mitarbeiters sich an Microsoft angepasst hat, das ist natürlich auch ein Weg, der nicht so von heute auf morgen geht. Ja, das eine ist das neue Gutfinden, das andere ist das alte Loslassen. Und das braucht irgendwie, ne? Also wenn man was gewohnt ist, sicher weiß, dass das funktioniert, dann hat das ja auch seinen Reiz. Stefan, genau. Das Jahr 2023 klopft an ja. Bei uns allen.
Was habt ihr vielleicht, nimmst du ein klein bisschen uns und alle Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf die Reise? Was habt ihr, die ihr schon lange, 10 Jahre auch schon mit dem Thema Rechenzentrum aktiv seid? Was sind so 2, 3 Dinge, wo du sagst, Mensch, da wollen wir für uns, für das Unternehmen Backauf in 2023 ran? Da werden wir für uns nochmal was tun, was natürlich den Kunden am Ende zugutekommt. Aber was sind so deine 2, 3 Zukunftsthemen für dein Unternehmen? Also wir gehen tatsächlich ein bisschen von der Hardwarelastigkeit hin mehr zu Prozessen. Wir haben ja wie wahrscheinlich viele ein bisschen unter Lieferkettenprobleme Anfang des Jahres gelitten, haben auch wieder gemerkt, Mensch, wir müssen von Hardware unabhängiger sein. Wir haben eigentlich 2 Standbeine lange Zeit, das Rechenzentrum und Managed Service. Wir haben jetzt seit 2 Jahren ein anderes, weiteres Standbein, Dokumentenmanagementsystem, in dem wir relativ stark mittlerweile sind, wo es auch daran geht, gerade Buchhaltungssysteme anzubinden und Schnittstellen zu schaffen. Das ist ein großes Thema. Also für mich ist das nächste Jahr Prozessberatung beim Kunden, Dokumentenmanagement, also Digitalisierung der Kunden voranzutreiben. Und da ist neben Teams eine unserer Standbeine das DMS-System. Das wächst bei uns auch derzeit am stärksten. Dann drücke ich dir, euch sehr die Daumen, dass genau das so positiv weitergeht, wie es gestartet ist. Bedanke mich sehr für deine Antworten und dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir alles Gute. Bis dann, ja. Stefan. Vielen Dank, Olaf. Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.